Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Infinity Track für Minecraft. Ja, das letzte Mal haben wir eine blöde Farmwelt gehabt und heute haben wir jetzt eine neue, schon längere Zeit eine neuere. Da gehen wir mal hin. Nicht Haus. Dankeschön. Ich will spawnen. So. Ja, in dieser Farmwelt sieht es... Ja, unterirdisch aus. Wir müssen also uns durchkämpfen irgendwie, irgendwo hin. Und ich habe mir schon ein bisschen vorgedacht, wohin wir gehen. Zuerst einmal, ja, wir gehen nicht das Eisen holen, weil das ist ein bisschen blöde gelegen. Weil jetzt gerade hier Monster sind. So, wir haben hier Saphire, die können wir nicht abbauen. Hier ist es doch schön. Aber hier gibt es gerade keine Erze, die wir abbauen können. Ja, das ist ein bisschen blöde jetzt gerade hier. Also Spawnpunkt habe ich gemacht. Nicht vergessen, sonst finden wir nicht mehr zurück. Ah, ein Dense Ore Coal. Coal Ore. So. Das passt ein bisschen nicht so gut. Gold. Wo habe ich jetzt das Eisen gefunden? Habe ich kein Eisen gefunden. Okay. Silber. Ja, alles unterirdisch. Alles könnte zur Gefahr werden hier. Plötzlich irgendwas spawnt. Da oben und hier. Sehr schön. Also, dann machen wir direkt da noch eine Höhle. Haben wir, ja. Wir haben ein bisschen Holz. Und wir holen ein paar Wurzeln. Irgendwo hat es Wurzeln. Sicher irgendwo. Ich brauche nur Sticks. Wo hat es jetzt Wurzeln? Stained Clay, okay. Oranges. Ja, das ist nicht so gut. Gravel brauchen wir nicht. Ich habe so Bock, weiter zu sein. Es gibt so viel zu machen. Das ist unglaublich. Was ist das? Ender Money. Okay. Na, haut da halt ab. Da sind Dents. Also Dents sind 3. Okay. Also einfach ein Dicks. Also wo mehrere aneinander sind. Zusammengepresst. So. Gold. Da haben wir Wurzeln. So, mit denen bekommen wir Sticks. So, Dankeschön, Twilight Forest. Richtig nice. Sonst hätten wir wirklich nur Probleme. So, dann bauen wir uns hier irgendwo rein. Ja, genau hier beim Saphir. Damit wir gleich Saphir haben. So, und jetzt zubauen. Koppel. Gut. Also, wir brauchen nur ein kleines Kämmerchen. So. Also. Crafting Table. Und einen Ofen. Und gleich mal Eisen schmelzen. So. Ich mach das. Also, zuerst mal. Hunger haben wir genug. Also Ding. Noch wenig. Wir müssen warten auf den Ofen. Yeah, not really better than Iron. So. Dann mal kurz rausgehen, wenn wir können. Ein bisschen ausleuchten. So, wir nehmen nur Sachen mit, wo wir wissen, dass wir es benutzen werden. Und das ist nämlich Gold Ore. Rubin. Da könnten wir Waffen und ja, alles mögliche Werkzeuge herstellen. So.
Also, Tinkers Konstrukt weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das sofort anfangen soll. Vor allem, ich weiß es nicht genau, wie es geht. Ah, Lorette nicht. Cinnabar auch nicht. Okay, Lava. Ja. Ja, die nehme ich mit. Weil Farmcraft können wir schon etwas machen. Einfach nicht so weit, damit alles involviert wird. Von diesen Corruption und Wisps. Rubin, klar. So. Dann nehmen wir halt ein bisschen Lead noch mit. Saphir haben wir hier. Silber, Zinn, so Lapis Lazuli auch, können wir das herstellen oder ja, weiß jetzt nicht für was, aber ich nehme es mal mit für Level, genau. So, also zuerst einmal noch ein Schwert, sonst geht unser kaputt. So, gleich mal eine Rüstung, wenn wir so viel haben. So, dann das weg. Das weg habe ich gesagt. Wir gehen jetzt weiter. Kohle brauchen wir nicht, Silber brauchen wir nicht. So, nehmen wir noch das Zinn mit. So, wir gehen hier weiter, auch wenn es ein bisschen länger geht. So, ein bisschen weiter runter, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir unten sind, aber 17, okay. Noch besser. Bisschen Redstone mitnehmen. Ah, schön Level. Sogar ein Dense Redstone. Boah. Wahnsinn, 46, cool. Also, wir bekommen recht viel über. So, hier sind wir auf 14, dann gehen wir runter auf 10. Ich kann auch rechts schauen, genau. 11, 10, so. Yellow, right, ja. Ruby. Noch mehr Ruby. Oh, schön. Aber hier ist auch irgendwo Lava. Aufpassen. So. Also, dann gehen wir am besten hier entlang, sonst kommen wir zurück zum Spawn. Lead haben wir hier. Ganz viel Lead. Ah, schön. So. Ich brauche Diamanten. Und ich weiß, ich kenne mich nicht so aus mit dem Mods. Also wir müssen alles wahrscheinlich dann herausfinden oder es wird jemand etwas uns helfen ein bisschen oder so. Aber alles genüsslich. Das Let's Play, das wird gigantisch lang werden, wenn ich dranbleiben kann, wenn ich dranbleiben will. Ja. Ich hoffe, ich kann den Server leiten. Leiten lassen. Also, ja, ich leite ihn und jemand anders, also der Novolem, der tut Ingame halt das meiste machen. Weil ich eben sehr beschäftigt bin und eben ich bezahle und mal schauen, wie lange ich das machen kann, weil der Server wird natürlich auch irgendwie größer. Da kann man jetzt nie sagen, ja, ich kann jetzt 3 Monate zahlen. So, weil die RAM muss auch erhöht werden, unbedingt. Sie sind jetzt momentan auf 2 und 2 geht fast gar nicht. Also es ist schon gut, lagfrei, alles Mögliche. Aber sobald man eine Minecraft-Welt aufmacht und so, kann es sein, dass es abstürzt. Also das Schlimmste ist einfach Minecraft. Das ist klar. So. Also, wir gehen bald zurück.
Silber. Ja, genau, Eisen. Sehr schön. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold. So. Ja. Erze an Erzen. Boah. Okay, da ist noch eine. So. Dann hier die Rubine. Die Rubine sind, glaube ich, fast so gut wie Diamant. So, also. Wollen wir Waypoint machen? So, wir machen Waypoint. Und gehen zum Spawn. So. Ah, hier ist noch Saphir. Sehr schön. Also, das sind nur die Waypoints, die ja halt zum Zig kommen sind. Die genau, die darf ich nur eins nutzen, am besten. Das sollte dann für die anderen Let's Player auch so möglich sein. Und also ja, nicht für die Let's Player, die ich noch nicht kenne, aber die, die ich kenne dann. Und ja, damit es halt einfach im Let's Play nicht zu extrem langen Reisezeiten kommt und so Sachen, das ist wirklich schlimm. Weil Minecraft hat nichts, ja, es würde richtig cool sein, wenn in Minecraft irgendetwas Schnelleres gäbe. Wie zum Beispiel ein Teleporter, der halt mühsam aufgebaut werden muss oder so. Aber ja, zwei Rubinarten, okay. Projekt Red ist der richtige. Das weiß ich noch. Ja. 5, 4. Ja. Ein Schwert? Nö. Oder? Nö. Naja. Komm, wir finden sowieso viel. was könnten wir sonst noch? Hosen. Ich will schöne Hosen. Ja. Hosen. 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 Und Schuhe. Nein, Schuhe will ich hätte sonst. Genauer Safi. So. Luxus. Klinker. Klunker. Yes. So laufe ich, also fliege ich dann auch im Crane-Mod rum, weil ich die Rüstungen anlasse. Sie gehen ja nicht kaputt. So. Einfach so zum Angeben. Nein. Ich habe es nur vergessen, die Holzrüstung auszuziehen, das letzte Mal. So. Ja, wir brauchen Wasser, also einen Eimer holen. Einfach einen Eimer kräften. So. Was ist das? Potato, wir können Potatoes anpflanzen. Cool. So, Wasser. Hier. In dieser Richtung ist ein bisschen Wasser. Ah, das ist das Apatit. Das lasse ich noch hier. So. Beeren pflanzen. So, ernten. Und Pflanzen haben wir ja schon. Oben. So. Genau. Bisschen besser machen. Sonst haben wir zu wenig Wasser wieder. So. Also. Das haben wir. Dann gehen wir wieder nach oben. Hier haben wir Apfelbäume. Ein Apfelbaum. Mache ich das mal so. Ja, sind noch nicht reif. Gut. Also. Sind sie halt noch nicht reif. Gehen wir nach oben. Und müssen uns nach oben kämpfen.
So, die sind auch noch nicht reif. Ja, wo wollen wir den Garten machen? Den Garten machen wir am besten hier oben. Ja, das ist das Problem. Ich will eigentlich hier das Haus bauen. Hier vorne, hä? Hier unten. So. Oh, geht das schnell. Das geht richtig schnell. Das geht richtig schnell. Sehr schön. So, Gummibäume möchte ich gerne wieder anpflanzen. Auch wenn ich es jetzt gerade nicht brauche. Weil ich sowieso nicht weiß, was genau. Also Kabel natürlich und so. Aber, so. Schon drei, sehr schön. Hier. Ja, ich habe keinen Platz hier oben. Wir müssen improvisieren. Also, wir machen hier den unendlichen Brunnen. So. Und jetzt... Pst. So. Und, so. Also. Wir brauchen doch die Schaufel. So. Blöde Bäume. Weg damit. So. Also. Ah, Mist. Also, jetzt können wir anpflanzen. Jetzt. Ja, hier noch. So. Also. Essen. Und noch ein bisschen beleuchten. Hier oben. So. Und hier unten. Gut. Also, was haben wir für Kerne? Ja, die Kerne muss ich jetzt nicht reintun. So. Das hier rein. Boah, sind das viele Sachen. So. Ja, mache ich das. Die Bretter noch rein. Die anpflanzen. Mal gucken. Zucchini. Sojabohnen, weiß jetzt nicht, was man. Ja, Eggplant. Und dann suchen wir noch ein paar Ding, Harvestcraft-Sachen. Ja. Hier machen wir. Also hier die normalen Seeds, hier die Potato Seeds. So. Ja, dann nochmals ein Watte-Artischock müssen wir nicht anpflanzen. Das ist ganz anders, wo ich auch noch nicht so draus komme. So. Also, dann suchen wir die noch anpflanzen, genau. Hier vorne und ja, hier das Weizen hier. Also, wir gehen jetzt hinten runter, da war ich noch nicht. Also da haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Ein Hive, okay, ein Bienenstock. Eine komische offene Höhle. Nutmegs. So. Da vorne sind Giftpflanzen, die ich nicht gerade kennenlerne. Green Flower. Das hat hier so wenig. Ja, das ist auch. Nein, danke. Ah, Pilze. So, abschütteln. Aua, mein A. Da ist etwas, oder? Ah, das ist eine Birne.
Zu viele Monster. Weg damit, weg damit, weg damit. So, noch mehr Pilze. Oh, hier sind die Ryokans. Kann man eigentlich nicht so viel herstellen, also Stöcke, glaube ich. Also so. Puh, weiß ich gar nicht mehr. Ja, toll. Es ist zu dunkel und es ist zu hell. Also es ist hell, aber dunkel oder weiß ja nicht. Naja, problematisch. Ich weiß jetzt nicht, Nacht oder? Keine Ahnung. Blackberry. Aber keine Ding Harvestcraft Sachen. Wieso nicht? Können die nicht spawnen hier? Oh. Kann man gar nicht kaputt machen. Ja, die hier. Gut. Da ist Lava. Ah, da ist etwas. Nehme ich die mit. Das sind aber eben die gleichen. Könnte sein, dass ich jetzt Neues habe, klar. Ja. Machen wir doch das hier. Weil hier unten ist ein Spawner. Und ja, ich kann leider nicht desinfizieren. Ah, aber ein Ding. Boom. Ein Baum mit Schatz. Die mit den Spinnnetzen sind immer die mit Schatz. Oh Mann, ich habe keine Fackeln. Gib mir Schatz. Jetzt haben wir schon zwei Zombies spawnen. Wo ist der? Hey, haut ab! Wo ist der? Hä? Ist doch einer mit Schatz? Da! Okay, da war schon jemand drin. Na toll! Hättest du doch auch offen lassen können. Oh. So, schade. Ja, hier ist eben das Let's Play-Gebiet und wahrscheinlich hat jetzt einer hier erkundet und alles mitgenommen. Weil jetzt gerade auch die Dinge weg sind. Die Hauskraftsachen, also die versteckten. Ein bisschen problematisch, aber naja, wir können wir sowieso erkunden dann etwas anderes. Ich will sowieso in der Farmwelt nach oben, da ist wahrscheinlich auch ein Naturgebiet, also an der Oberfläche etwas naturig. Und ja. Also, Subtania, also das Ding kann ich immer anpflanzen. So. Das auch anpflanzen. Wieso habe ich das überall? Das ist nicht so gut, wenn hier irgendwas runterkommt. Was ist hier runtergekommen? Und was ist das rote auf der Map? Das ist gar nichts. Dort ist gar nichts. Hm. Was ist runtergekommen? Kommen die eigentlich überhaupt richtig runter? Also, weil wir ja Ding auf anhaben. Griffschutz. So. Als erstes mal ein bisschen ausleuchten. Einfach ein bisschen. Dass wenigstens hier oben keine Mobs spawnen. So. Hier ist Laub. Hä? Laub, Laub. Ja, hier machen wir das, also hier machen wir den Eingang nach oben. So. Leider recht wenig. Ja, wir gehen nochmals farmen danach. Aber Schutz ist wichtiger. So. Ja, hier ist es nicht so wichtig. Hier drin. Ja, das reicht. Hier noch einen. So.
Also, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ja, noch 5 Minuten. Gut. Ans Machen von. Also ans Anpflanzen. Süße Potatoes. Nö. Pear. Berry. Beet. Das ist eine Frucht. So. Also, Beerenbüsche haben wir hier. Wir haben Cantaloupe, Zucchini. So. Cucumber. Wir haben Winter Squash. Normale Potatoes. Ja, nein. Das pflanze ich mir nicht an. Aber Radieschen. Radieschen. So. Ja, irgendwo hier. Mache ich noch ein Ding hin. So. Und Potato halt hier rein. Dann machen wir uns ein paar Kisten mehr. Müssen halt dann mal upgraden die Kisten. Das geht relativ leicht. So, also hier kommt alles, was mit Erzen zu tun hat, hier rein. So, ja. Mal nur das Wichtigste. Ja, okay. Das machen wir hier weg. So. Und das und das. So. Also, was wollen wir noch brennen? Ich weiß nicht, ich soll einen Mac Creator machen. Ah, ist nur ein Blitz. Gut, nur ein Blitz. Nur ein Blitz. Lalalala. Wir könnten Birnenbäume machen. Kann man aus Birnen Ding machen? Ich will jetzt mal kurz das restliche Ding für, ja, nicht halb. Also halb, nicht eins. Für den Ding, für den Squisher verwenden. So. Hier machen wir mal aus. Wir brauchen 3 plus 1, 4. Komm, schneller, schneller. So, noch eine. So, also wir brauchen einen. So einen und so einen, so einen. Ist das noch alt? Ich weiß es nicht. Q. Schreibt man den an? Ah, mit C, Chu, Wi, S, R, da. Nein, nicht cheaten. Nicht cheaten, Drago. Nicht cheaten. Nicht cheaten. Nicht cheaten. Nicht cheaten. Wir gehen schon ein Drittel, hä? Ja. Musst du etwas haben? Nein, gang jetzt weg. Kein Schoki, nicht? Nein. Kein Schoki. Ah. Oh, mein Vater. Jedes Mal fragte, was ich brauche. Dabei brauche ich immer das Gleiche. Wir brauchen etwas anderes. Und das ist, ja, das ist blöd, dass wir jetzt. Müssen wir nochmal brennen. So. Also, der Part geht ein bisschen länger, das ist gut so. Das ist egal so. Ah, Mann, ich hasse R. Ich mag R nicht. Ich mag R nicht. Ich mag R nicht. R. Wieso ist es auf R? Eine der wichtigsten Tasten und immer auf R. So, weg da. Ich will nicht immer geordnet haben, dann habe ich wieder eine Unordnung. So. Gut, ich brenne mal etwas anderes drin. Ja, nein, ich lasse es auslöschen. Also, wir brauchen nur so ein. Ja, Tschüsse. Das ist sehr wichtig. Also, wenn wir jetzt eine Birne nehmen, können wir da schießen.
Nicht? Hey, ich will Birnensaft. Das geht mir gar nicht. Apfelsaft wirkt fabelhaft. Apple Juice. Das nehme ich ganz einfach zu machende. Ja, wie soll ich so sagen? Getränke nicht. Nicht etwas zu essen natürlich. Aber so etwas kann man richtig gut schnell machen und hat dann. Ja, weil sie halt schnell wachsen. Also jetzt zum Beispiel Äpfel jetzt nicht so. Okay, die müssen zuerst am Baum wachsen und so. Aber man hat sie halt einfach schnell und sie sind unkompliziert zu machen, weil alles andere in Housecraft ist recht schwer zu machen. Zusammen zu craften vor allem einfach. So, sonst können wir Brot machen oder so, klar. Aber das ist doch langweilig. Gut, also, das nächste Mal gehen wir wieder farmen und wir, naja, machen mal das aus, oder? Und kümmern uns um den Garten. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen. War ein bisschen Ablenkung da von meinem Vater und von meiner Schwester, aber sorry, tut mir leid, aber die sind wirklich sehr arrogant und meinen, sie müssen hier reinkommen und etwas machen. Und ein Zombie nervt uns auch noch kurz. So, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.